Herzlich willkommen in der Teuche. Sie ist die kleinste Pfarre Österreichs. Sie ist auf 1250 Meter Seehöhe und der Bergweg ist 8 Kilometer lang. Unser Ort hat 71 Einwohner und ich heiße Jennifer und bereite mich mit Valentina auf die Firmung vor. Für Jugendliche, die gefilmt werden wollen, ist es wichtig, die Pfarre kennenzulernen. Hierher auf dem Berg in das abgeschiedene Seitental kam man schon um 1300 die ersten Einwohner als Bauern und wegen des Bergbaues. Es gab 65 Bauernhöfe und Keuschen. Schon 1480 wird dem Berggericht Oberfella vom Silberbergbau in der Teuche berichtet. Wegen den schwierigen Abbaubedingungen begann schon um 1600 der Niedergang des Bergbaues. Viele Leute zogen weg. Ich heiße Valentina. 1650 wurde in der Teuche die erste Kapelle gebaut. 100 Jahre später wurde sie abgetragen und eine Kirche gebaut. 1150 Gulden, es entspricht heute einem Kaufwert von ca. 25.000 Euro, wurde von der Pfarrer Oberfellach, die Mutterkirche wurde dazu bezahlt. Heute sollte in der Folge eigene Pfarrer werden. Ein Ansuchen an Maria Theresia 1765 hatte zur Folge, dass Teuchel eine mitbetreute Seelsorgestation wurde. Erst 1856 wurde Teuchel dann doch eine eigene Pfarrer, die immer auch von Oberfellach oder Kolbens mitbetreut wurde. 1820 wurde der Pfarrhof gebaut. Ja, als Pfarrer freue ich mich, dass ich euch auch hier unsere Kirche kurz erklären kann, die verschiedenen Stadien und die verschiedenen Einrichtungsgegenstände. Die Kirche hat ein Langhaus mit einem Dachreiter oben und angebaut ist die Sakristei. Die Einrichtung ist aus der Barockzeit. Im 18. Jahrhundert entstand der Hochaltar, der zwei Opfergangtore hat. Früher wurde nicht mit einem Opferkörbchen abgesammelt, sondern die Leute gingen durch die eine Türe, legten das Opfer hinter den Altar und kamen dann beim anderen Tor wieder heraus. Der Altar zeigt am Gnadenstuhl Gott Vater, Jesus und den Heiligen Geist. Das deshalb, weil die Kirche der heiligen Dreifaltigkeit geweiht ist. Die zwei Figuren am Altar stellen die heilige Agatha und den heiligen Matthäus dar. Viele Engel schmücken den Altar. Weitere Heilige, die zu sehen sind, ist der heilige Nepomuk, der heilige Sebastian und der heilige Petrus. Auf der anderen Seite der heilige Paulus mit dem Schwert, der heilige Florian und Ignatius von Loyola. Die Kirche hat auch zwei Seitenaltäre. Ein Altar zeigt das Kreuz Jesu, der andere die Statue der heiligen Maria. Noch zwei weitere Statuen sind in der Kirche auf Konsolen zu finden. Der heilige Josef mit einer Lilie in der Hand und vermutlich der heilige Ägidius. Ja, soweit eine kleine Erklärung dieser Kirche hier in der Teuchel. Natürlich ist es oft auch schwierig, hier die Gottesdienste zu halten. Wenn es schneit, dann kann der Pfarrer oft nicht herauffahren und die Leute kommen auch schwer hinunter ins Tal. Aber umso mehr freuen wir uns, wenn wir dann doch hin und wieder hier in der Teuchel miteinander Gottesdienst feiern können. Auch wir freuen uns, wenn Sie uns einmal in der Teuchel besuchen. Auf Wiedersehen.